Sie sind, glaube ich, drauf. Willkommen im Beta-Haus, willkommen zu Jugendtakt in Hamburg. Ja, es geht los. Lotte. Ja. Der Klicker funktioniert nicht. Hast du ihn eingeschaltet? Ja. Hast du ihn ein- und wieder ausgeschaltet? Ja, er hat auch schon funktioniert, aber jetzt funktioniert er nicht mehr. Wir ja, machen es einfach manuell. Manuell, genau. So, moin in Hamburg. Er geht wieder. So, wir sind bei Jugendhakt, wir wollen hier mit Code die Welt verbessern und was genau das bedeutet, das erzählen wir uns jetzt alles im Folgenden. Ja, genau. Also für die, die es vielleicht noch nicht kennen, die nicht am Hackathon teilgenommen haben, sondern nur die Ergebnisse sehen wollen, möchten wir nochmal kurz erklären, was Jugendhakt jetzt eigentlich ist und was wir hier veranstalten. Jugendhakt ist ein innovatives Veranstaltungsformat, das darauf setzt, dass die TeilnehmerInnen selber machen und von unseren reizenden MentorInnen nur unterstützt werden, darin die Welt ein bisschen besser zu hacken. Und die Idee ist nicht, dass wir jetzt irgendwie die krassesten Hacker ausbilden und Hackerinnen, sondern dass sich die Teilnehmenden austauschen und voneinander lernen und auch lernen, dass es unterschiedliche Skillsets gibt und das wertschätzen zu lernen. Genau, uns ist es super wichtig, dass das auch passiert mit einem gewissen gesellschaftlichen Anspruch. Das heißt, dass sich die Teilnehmenden mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen beschäftigen, in ihrer Beschäftigung mit Technik und dass sie dabei mit offenen Daten arbeiten. Genau. Was sind offene Daten? Offene Daten sind Daten, die man nicht unerlaubt von Servern mitgenommen hat, sondern die zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel durch Transparenzportale oder APIs oder was man halt so was so andere so bereitstellen möchten. Genau, in Hamburg gibt es nämlich das Transparenzgesetz, korrigiert mich, wenn das falsch ist, auf jeden Fall gibt es von der Stadt Hamburg jede Menge Daten, auf die man zugreifen kann. Eigentlich alles, was die Stadt so macht, muss sich offenlegen und das kann man sich angucken und man kann damit eben auch bestimmte Sachen basteln oder das, ja, überhaupt, man kann sich informieren und man kann damit eben auch was veranstalten. So. Genau, und weil das so ein tolles Konzept ist, hat das in Berlin angefangen und hat sich dann von da aus seinen Weg in die Welt gebahnt. Wir sind ja hier offensichtlich nicht in Berlin. Das heißt, das findet auch in Hamburg statt, in Köln, in Ulm, in Frankfurt am Main, in Halle, jetzt auch international in der Schweiz, in Österreich, Südkorea, China, Taiwan und der Mongolei. Genau. Genau. China und Taiwan und Mongolei finden dieses Jahr statt, Südkorea war letztes Jahr erstmalig und ja, vielleicht ist der ein oder andere Teilnehmer dabei, der sich hier auch für beworben hat und dann auch tatsächlich mitfahren kann. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, also verfolgt das. Ja, tolle Sache. Genau, jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber das ist ja immer ein bisschen schwierig, sich das dann vorzustellen. Vor allem, weil die Eltern ja nicht hoch ins Hackcenter dürfen. Deshalb hat der NDR uns letztes Jahr besucht und einen ganz tollen Beitrag gedreht, der auch so ein bisschen die Stimmung einfängt und schön zusammenfasst, was wir hier eigentlich letztes Wochenende gemacht haben. Den möchten wir gerne zeigen und dann sollte alles vielleicht etwas klarer sein. Programmierbegeisterte Jugendliche aus ganz Norddeutschland sind an diesem Wochenende in der Sternschanze zusammengekommen. Bei Jugend Hackt entwickeln sie Computerprogramme, die dabei helfen sollen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Bis morgen Mittag haben die Nachwuchsprogrammierer Zeit, ihre Ideen umzusetzen. Um an Jugend Hackt teilnehmen zu können, müssen sie zumindest Grundkenntnisse im Programmieren haben. Egal ob Internetseiten, Handy-Apps oder computergesteuerte Geräte, alles ist möglich. Was sie am Ende entwickeln, ist alleine ihnen überlassen. Die Veranstaltung möchte den Hacker-Begriff von seinem Negativ-Image befreien. Die Jugendlichen arbeiten ausschließlich mit Datensätzen, die offen zugänglich sind. Sie sind zwischen 12 und 18 Jahre alt. Das hatten wir schon, du hast falsch umgeklickt. Genau, so, jetzt habt ihr den Eindruck vom letzten Jahr gewonnen und auch so ein bisschen davon, was wie so ein Lötkolben aussieht. Aber was haben wir denn jetzt dieses Jahr eigentlich nochmal gemacht? Also dieses Jahr stand Jugendhakt unter dem Motto echt oder falsch. Das wurde auch in einigen Projekten aufgegriffen. Das geht nicht nur um Fake News, sondern auch darum, wie die Grenze zwischen echt und falsch eigentlich verläuft. Und ist alles, was man nicht anfassen kann, unbedingt falsch? Und ist alles, was man anfassen kann, echt? Dazu hatten wir noch eine Hackerinnen-Diskussion. Nee,
ein Hacker-Ethik-Talk, der uns erklärt hat, wie man eigentlich mit Daten und Code und dem, was man so an Programmierbarkeit, wie kann eigentlich, wie man damit verantwortungsvoll umgeht. Genau, also was macht man, wenn man irgendeine Sicherheitslücke entdeckt? Nutzt man das gleich aus oder... Vielleicht halt auch nicht. Vielleicht halt auch nicht, ne? Also es gibt halt auch eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht, mit diesen Fähigkeiten, die die Jugendlichen hier haben. Und das so ein bisschen zur Diskussion zu stellen, das machen wir jedes Jahr. Und es ist immer wieder toll, wie viel Gedanken sich die Jugendlichen auch tatsächlich machen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, habe ich noch nie von gehört. Die machen sich wirklich Gedanken darüber und ja, es ist schön zu erleben. Also ich habe hier zum ersten Mal von der Idee Datenschutz als Umweltschutz gehört. Fand ich sehr interessant. Genau, um nach diesem generellen Input, dass man keinen Unsinn bauen soll, gab es dann noch so ein paar Talks dazu, wie man zum Beispiel eigentlich Visual Thinking betreibt, das heißt, wie benutzt man Post-its und Addings, um seine Idee zu Papier zu bringen und weiterzutreiben, was es eigentlich gibt und wie findet man eine super Idee. Dann haben wir losgelegt und gebrainstormt und ganz viele Ideen visualisiert und ganz viel gebastelt und natürlich gehackt. Das heißt, es wurden sehr viele Ideen in Software gegossen und falls irgendwer im Stream oder der Anwesenden hier eine Idee sieht und sagt, geil, das will ich auch. Der Code ist immer öffentlich, ihr findet den auf Hackdash und auf GitHub, das heißt, merkt euch am besten den Projektnamen und schaut dann mal auf GitHub nach. Und wenn ihr Lust habt, entwickelt es weiter, stellt einen Pull-Request, weil dafür ist offener Code auch da. Genau, ja. Hier wird also nicht ein fertiges Produkt unbedingt gemacht, das soll man vielleicht sagen. Also es ist ein sehr kurzer Zeitraum, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier an ihren Ideen feilen und irgendwie in die Umsetzung gehen. Es ist eigentlich völlig normal, dass die Sachen nicht wirklich fertig werden. Und das ist auch gut so, weil das zeigt, dass es auch ein bisschen komplexer gedacht ist. Manchmal sind die Lösungen, oder die zu beschreiben, ist sehr leicht, aber die Lösung oder zum Endergebnis zu kommen, ist dann doch immer ein längerer Weg. Und letzten Endes, am Ende, wenn wir alle hier auseinandergehen, sind die Jugendlichen ja immer noch miteinander vernetzt und können weiterarbeiten. Das hat diese digitale Welt eben auch mit sich, dass man nicht immer am gleichen Ort sein muss, um an solchen Projekten weiterzufeilen. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Genau. Es gehört dazu, dass Dinge schiefgehen, dass man Fehler macht, dass man vielleicht sogar das ganze Wochenende nur Fehler ausmerzt nach Fehlern und Fehlern und Fehlern. Selbst das ist ein tolles Ergebnis, weil ja, man am Ende sagen kann, ich habe Probleme gelöst. Und ich weiß nächstes Mal, wie ich das Problem schneller löse. Und dann sitze ich nämlich alleine und es ist viel frustrierender, so ein Problem alleine zu lösen, als wenn man es schon mal vorher zusammen auf dem Hackathon gelöst hat und dann sagt, ah, richtig. Da hat mir Hanna doch erklärt, das und dann geht das viel besser. So, genau. Das ist dann aber auch so ziemlich alles zum Konzept. Als nächstes möchten wir Danke sagen. Genau. Wir wollen Danke sagen, weil das alles, was hier passiert, natürlich nicht von Luft und Liebe bezahlt wird. Also wir machen das natürlich schon ehrenamtlich, aber trinken kostet Geld, schlafen kostet Geld oder übernachten in einem Hostel zum Beispiel. Die Hardware kostet Geld, alles Mögliche kostet Geld. Und da haben wir viele Freunde, Unterstützer, Initiativen, die uns da freundlich zur Seite stehen. Das Beta-Haus eben genauso wie die Körperstiftung, Joachim-Herz-Stiftung, das Jugendinformationszentrum, E-Sailors, Codecentrics. Und jetzt habe ich sie, glaube ich, alle genannt, bis auf diejenigen, die zwar helfen, aber nicht genannt werden wollen. Die gibt es nämlich auch. Und die machen das einfach auch nur der Sache wegen, wollen aber gerne ja, unerkannt bleiben. Das ist ja manchmal so. Aus Datenschutzgründen auch vollkommen okay. Das ist ja manchmal so, ganz genau. Moment. Wir haben auch noch die nicht hier stehen, aber uns trotzdem wahnsinnig tatkräftig unterstützen, weil sie Dinge sehr gut können, die wir nicht so gut können und die uns für umsonst oder einen sehr, sehr kleinen Preis zur Verfügung stellen. Da sind unter anderem, da haben wir Sandra, die fantastischen Fotos von diesem Jahr gemacht hat. Wo ist Sandra? Da. Ihr werdet diese... Genau, also falls ihr unser Hashtag verfolgt habt, Also wir haben schon das ganze Wochenende diese Bilder immer wieder zugeschickt bekommen. Wir haben getwittert, vielleicht hat der eine oder andere euch schon was davon gesehen. Und die stellen wir auch irgendwann online zur Verfügung auf Flickr oder... Ja, Flickr. Und, sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit.
Und an das VOC-Team, also das Video Operations Center, das uns auch fantastisch tatkräftig unterstützt und gerade ins weite Internet hinausbläst. Hallo Internet. Hallo Internet, genau, wir sind im Stream. An der Stelle wollen wir auch einmal nochmal nach Berlin grüßen, weil da ist nämlich Jugendhackt Berlin auf der Maker Fair und die gucken das von da auch und drücken uns die Daumen oder drücken euch die Daumen. Und bin ganz gespannt, was da alles so herumkommt. Hallo Maker Fair. Tja, wir sind eigentlich immer noch nicht zu Ende mit Danksagungen, denn das alles ist gar nicht möglich ohne die großartige Unterstützung von den ganzen Mentorinnen, die hier überall verstreut herumstehen. Bitte hebt mal eure Hand und guckt euch mal um, alle die... Genau, die haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier das ganze Wochenende irgendwie zur Seite gestanden, ihnen irgendwie geholfen bei Problemen, aber letzten Endes hier das auch selbst lösen lassen. Ja. Genau. Danke. Und vielen Dank dafür. So. Den Livestream haben wir schon erwähnt. Wer ihn noch nicht geteilt hat bei Freunden, Omas, Opas, wem auch immer, der kann das jetzt nochmal tun. Das ist relativ leicht, ins Handy einzutippen und irgendwie in die Welt rauszuschicken. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Den Twitter-Account haben wir gar nicht erwähnt, aber den findet ihr schon raus. Und Hashtags findet ihr dort auch. Also bitte twittert fleißig und... Genau, an der Stelle nochmal eine Bitte an die Leute, die vom Livestream aus zuschauen, falls ihr ein Projekt seht, wo ihr sagt, boah, das finde ich toll, das möchte ich gerne auch haben, die Idee hatte ich noch nie, ich würde gerne mit euch in Kontakt treten, kommt doch bitte bei unserem Hackathon vorbei, schreibt das gerne auf Twitter, es ist total schön zu sehen, dass Leute zuschauen und eine positive Resonanz auf die Projekte haben. So. Jetzt haben wir aber auch wirklich lang genug geredet und wir fangen jetzt an mit der ersten Gruppe.